herzlich willkommen zum Podcast Real Talk – Glauben, Leben. Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast Real Talk – Glauben, Leben. Heute das letzte Mal zum Thema Fundamente des Glaubens mit dem Thema authentisch Leben. Authentisch Leben bedeutet so viel, dass man das lebt, was man auch sagt, also dass es nachvollziehbar ist und auch sichtbar ist im eigenen Leben. Und ich habe heute den Jonin bei mir als Gast. Hallo Jonin, schön, dass du da bist. Hallo. Wir tauchen gerade ins Thema authentisch Leben ein und vielleicht möchtest du auch noch ein bisschen Authentizität erklären im Glauben oder im Zusammenhang mit Glauben. Ja, mega gern. Also, jetzt probiere ich es mal. Authentizität. Authentisch sein, oder? Das bedeutet ja eigentlich, dass das, was du bist, es kommt ein bisschen auf die Definition drauf, aber das, was du bist, sich deckt mit dem, was du sagst. Und vielleicht das, was du sagst, sich deckt mit dem, was du tust. Je nachdem auch das, was du fühlst, sich deckt mit dem, was du tust. Also es ist wie, Authentizität heisst eigentlich, es stimmt grundsätzlich mit dir irgendwie überein. Und dann wird es darauf an, was deine Identität ausmacht, aber es stimmt ein bisschen mit dir. Das, was du tust, was sichtbar ist gegen aussen, stimmt mit dem überein, wo du bist. Das hat also viel mit Identität zu tun, auch die Frage. Und da finde ich das Schöne, dass der Glaube, der christliche Glaube ja eine mega Identitätssache ist. Das tut unsere Identität total verändern, wenn wir Christen werden. Wenn wir an Jesus glauben, dann nennen wir uns schon anders. Also wir nehmen wieder den Namen von unserem Herr an. Christus, oder? Wir nennen uns nachher nach ihm Christen. Und das heisst, dass Authentizität als Christen bedeutet, dass wir auch so handeln, oder dass man nach außen so sieht, dass wir handeln und reden und sind, wie wir uns auch identifizieren. Also das, was wir sind, tragen wir auch nach außen. Das deckt sich miteinander, das ist nicht unterschiedlich voneinander. Also das würde ich etwas sagen, heisst authentisch leben im Christsein. Man sieht, kurz gesagt, von außen die Person Christ oder Christin. Was würdest du denn sagen, was so Herausforderungen sind im authentischen Leben? Ja, man will natürlich nicht immer seine Maske ablegen und ganz genau so sein, wie man es vielleicht gerade ist. das ist aber nicht auf Christen reduziert, das ist etwas allgemein Menschliches, oder? Man versteckt sich immer irgendwo mit ein bisschen. Und speziell herausfordernd am Christlichen, würde ich sagen, ist zum Teil die höhere Anforderung, die vielleicht auch an Christen gestellt wird, zum einen in der Bibel, aber auch von aussen, von extern. Genau, also das würde ich sagen, ist wahrscheinlich schwieriger daran, authentisch als Christ zu leben. Was würdest du sagen, was findest du schwierig am authentischen Leben? Also ich finde es zum Teil einfach auch schwierig, eben nicht nur etwas zu sagen, sondern auch umzusetzen und so zu handeln. Und sagen zu können, ja, ich bin dort im Alltag auch ein Vorbild. Ich sage nicht nur, ich ziehe den Velohelm an oder zieht euch Velohelm an, sondern ich mache es auch. Also, so als blödes Beispiel einfach. Aber, voll. Ich finde das ein gutes Beispiel. Es hat jetzt nicht wirklich viel mit dem Glauben zu tun. Ja. Aber es ist einfach einmal etwas, oder? Also, wo man halt oftmals nicht unbedingt authentisch ist. Oder man sagt den Kindern, hey, ihr müsst den Velohelm anziehen, aber selber macht man es nicht. Mhm. Und dann ist man eben nicht authentisch. Genau. Und das ist schon, oder dort ist das Problem, dass gerade schon recht schnell eigentlich in Richtung, das ist das Herzwort, aber schon. Es geht in Richtung von Heuchler, oder? Jemand, der etwas sagt, aber es nachher selber gar nicht macht, ist eigentlich technisch gesehen Heuchler. Und spannend ist, dass Jesus ganz viel
Problem gehabt hat mit genau den Leuten, die Heuchler gewesen sind. Damals viele von den Schriftgelehrten, den Pharisäer, die viel Gebot aufgestellt haben, sich selber nicht dran gehalten haben. Also irgendwie, ja, das ist noch spannend. Also wenn wir selber wirklich auch als Heuchler erleben, dann können wir uns vorstellen, dass Jesus vielleicht schon auch nicht so Freude an uns. Ja, ja, schwierig wird es auch dort, zum sehen, was ist jetzt zu viel oder was ist zu wenig, oder dass man es wirklich gut trifft, oder dass man nicht eben zu gesetzlich wird, genau, und alles nur noch nach Schema A macht, sondern eben, dass man auch noch menschlich unterwegs ist, oder? Und nicht dann eben in die Regeln hineingeht, wie dazumals eben die Pharisäer zum Beispiel, oder? Ja, absolut. Ja, also es ist schon so, weil das Lustige ist, ich erlebe es als Pastor oder als Pfarrer, also für mich gerade eine sehr lustige Situation, auf der Kanzel zu stehen und Sachen zu predigen. Und es ist mir schon ein paar Mal passiert, dass Leute nachher gekommen sind und gesagt haben, hä, du hast das predigt, wieso machst du es denn jetzt nicht an? Ups! Genau, und das ist dann blöd, wenn das passiert, weil das macht natürlich gerade mich total unglaubwürdig, wenn ich selber nicht mache, was ich sage. Und gleichzeitig ist es auch für mich jetzt eine schöne Herausforderung. Nächste Woche, jetzt am Sonntag in der Woche, werde ich über die Bibel lesen, predigen. Und dort achte ich jetzt nochmal viel mehr darauf, hey, Jonin, du musst wirklich auch in der Bibel lesen, in dem Wort verwurzelt sein, weil sonst ist das einfach mega komisch, wenn du früher gehst, über das Bibel lesen, predigst, aber selber nicht die Bibel lesen. Ja, das sind so Bibelquizzes, wie wir es am Freitag gemacht haben. Sehr gut, dann merkt man wieder einmal, wie wenig dass man die Bibel kennt, wenn man einmal eine andere Frage hat, wie man es sonst immer wieder gehört, oder? Ja, das ist das Ziel gewesen. gut. Hast uns alle zum Denken gebracht. Genau. Was hast denn du so für persönliche Erfahrungen oder Beispiele, wo die Bedeutung von Authentizität im Glauben verdeutlichen? Also eins wäre eben so ein Predigtbeispiel. Nein, es war nicht mal in einer Predigt gewesen. Wir haben über einen Film diskutiert, der über eine speziellere christliche Gruppierung gemacht worden ist. Und sie waren ein bisschen speziell gewesen. Und die einen Leute von den Zuschauern von dem Film haben gefunden, das ist ganz schlecht, was die machen. Und haben das mehr auseinandergenommen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich sehe die Punkte, wo es nicht gut ist. Aber was zum Beispiel schön ist, was sie machen, ist, sie nehmen Gebot von Jesus ernst und dann zum Beispiel für Kranke beten. Sie haben einen grossen Glauben auch an diese Sachen. Das habe ich irgendwie eindrücklich gefunden an dem Film, obwohl es eben, es hat auch vieles Schwieriges gegeben. Und dann, eine Stunde später bin ich mit jemandem beim Mittag gesessen, der erzählt hat, dass seine Sehne entzündet ist, eine Sehnenscheidenentzündung hat davon, viele Klavierspielen. Und dann habe ich irgendwie einfach nur einen Witz darüber gemacht und eine Person ist nebendran gesessen, die vorher auch beim Film dabei war. Und er hat gesagt, hä, du hast doch gerade gesagt, du findest das toll, dass die für die Kranken beten und du machst jetzt Witze über die Krankheit und du hast nicht dafür beten. Also genau, dort habe ich gemerkt, oh Mist, da hat wirklich sich das nicht deckt, was ich selber gesagt habe und eigentlich auch mir wünsche und was ich mache, wie ich handle. Ich habe es dann eben gleich nicht gemacht, das, was ich gesagt habe. Mhm. Genau, das wäre so ein persönliches Beispiel, wo ich da nicht ganz authentisch gewesen bin. Voll, hast du irgendwie Erlebnis mit dem? Ja, ich habe auch Erlebnis, wo Leute auf mich zugekommen sind und also wo ich es auch gehört habe oder dass mir gesagt wurde, ist, hey, du lebst so gut und immer, du hast so viel Bibelwissen und so, oder? Und dann muss ich mich immer wieder fragen, ist das wirklich so? Ich erlebe mich anders. Ja. Und dort wie so ein bisschen, dass wie andere mich sehen und wie ich mich sehe oder wie ich in der Gemeinde gesehen werde oder bei Leuten, die jetzt nicht mega tief in meinem Leben drin sind, wie die das sehen, dass das einfach nochmal ganz ein anderes Bild ist auch. Und eben, dass dort wie für mich halt selber auch die Gefahr ist, oder wo ich aufpassen muss, eben, dass es die
Gap dazwischen nicht zu gross wird, oder? Dass, dass ich dann nicht unauthentisch werde durch das, oder? Aber das ist jetzt nicht gerade ein Beispiel, oder sondern einfach gerade das, wie es bei mir ankommt, wo ich mich damit befassen und beschäftigen muss. Ne? Ja, es ist definitiv herausfordernd. Aber es lohnt sich auch sehr, das ist das Coole. Das ist mir jetzt noch ein anderes Beispiel, das mir gerade eingefallen ist, von meiner Gymnasiumszeit. Dort haben wir einen Biologielehrer gehabt. Mega spannende Person. Sehr atheistisch, halt als Biologielehrer. Hat auch die Bücher von Richard Dawkins gelesen gehabt, wo ja auch Biologie Professor, glaube ich, sogar ist, der Dawkins. Und mit ihm sind wir nachher auf Maturreise gegangen. Und irgendeinmal haben wir in einem Kaffee ein recht langes Gespräch über den Glauben gehabt. Und ich auch sehr ehrlich gewesen, dass ich auch Zweifel hatte und nicht immer ganz so sicher bin über die ganze Sache. Und wo wir wieder zurück gewesen sind, haben wir am Bahnhof, am Zürich Hauptbahnhof, ich weiß noch, hast noch vor meinen Augen, wie er dort gestanden ist und gesagt hat, sich verabschiedet hat von mir, gesagt hat, Jonin, es ist schön zu sehen, dass du deinen Glauben wirklich ernst nimmst und lebst. Und ich glaube, ich bin ihm nicht sicher, wo ihm das auffallen ist, dass ich das mache, aber ich glaube, es ist eigentlich etwas ganz Simples im Glauben, nämlich wir haben im Zug Arschlöchle gespielt. wir sind auf Italien gefahren, also wir haben lange Zeit gehabt zum Spielen. Und du hast ja immer, wenn du der König bist, du hast deine schlechteste Karte gibst an die Person, die verloren hat vorher. Und ich habe immer Mitleid gehabt mit dieser Person, weil ich habe gefunden, das ist mega blöd, da bleibt es ja immer in dem gleichen Zyklus rein von die schlechteste Person bleibt die schlechteste Person. Mhm. Und dann habe ich ihr immer gute Karten gegeben. Und ich glaube, das hat er gesehen gehabt. Und das hat ihn irgendwie beeindruckt. Also mega lustig. Es ist etwas mega Simples gewesen. Und daran hat er nachher gesagt, er kann den Glauben eine Art ernst nehmen, obwohl ich jetzt im Rückblick mein Glauben damals nicht mal richtig ernst nehme. Also, es war wie noch spannend gewesen, aber einfach eine kleine Geste, authentisch, und das löst viel aus bei den Menschen, das finde ich echt noch stark. Ja, dass du dich damit auseinandergesetzt hast. Mm. Hey, ich habe zwei Bibelfers rausgesucht zu diesem Thema. Ich lese die mal vor. Das erste wäre der Matthäus 5, Vers 37. Dort steht, sagt einfach ja oder nein. Jedes weitere Wort stammt vom Teufel. Und das zweite, was ich habe, ist der Epheser 4, 25. Dort heisst es, legt das Lügen ab und sagt zueinander die Wahrheit, denn wir alle sind Glieder am Leib von Christus. Es sind beide recht klar ausgelegt jetzt genau auf das, was wir sagen. Mhm. Dass wir einfach klar sein sollen, die Worte sagen sollen und nicht irgendwie drumherum reden sollen, weil das alles zu Fehlinterpretationen oder Schaden kommen kann. Mhm. Oder? Mhm. Ergänzungen oder etwas, was du dazu sagen möchtest? Ja, gerne. Also das Spannende ist ja, es deckt sich auch die Aufforderung, die Wahrheit zu sagen. Deckt sich mega fest damit, dass Jesus selber sich als die Wahrheit bezeichnet, oder? Er sagt, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, Johannes 14, 6. Und wenn Jesus die Wahrheit an sich ist, in Person, dann, und wir uns auf ihn berufen, dann macht es mega viel Sinn, wenn wir wahr leben. Auch gerade mit unseren Wort die Wahrheit sagen. Und das Spannende ist ja, ich glaube, man denkt recht schnell ja die Wahrheit sagen, das ist eigentlich etwas Banales, dass man nicht lügt, aber ich glaube, man lügt recht schnell. Und es ist sehr wichtig, die Wahrheit, wirklich ganz, ganz wahre Wahrheit zu sagen. Und dann eben, was noch fehlt in dem Sinn, oder was auch noch eben ein Aspekt von der Authentizität ist, ist das Leben, also das Tun von der Wahrheit. Und jetzt hat Jesus auch etwas, wie der erste Vers, den du gelesen hast, im Matthäus-Evangelium, und zwar 7, 18. Und die Verse rundum, aber ich lese jetzt 18 vor. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Und das benutzt Jesus als Bild dafür, dass wenn wir
innen dran gut sind, also zu ihm auch gehören, die von ihm neu gemacht worden sind, weil gut sind wir so nicht von uns selber, dann bringen wir auch gute Früchte. Und gute Früchte sind die guten Taten. Also wir handeln gut. Wir handeln eben eigentlich in Übereinstimmung mit dem, was in uns drin ist. Was eigentlich eben Authentizität ist. Das, was in uns ist, stimmt mit dem, was wir tun, überein. Und er sagt nachher auch, im 20. darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Also Jesus sagt uns eigentlich, das Erkennungsmerkmal von einem Christ ist, sind seine Früchte, seine Taten. Es ist nicht das, was er sagt, also nicht, ob er sich bekannt zu Jesus, es ist nicht mal Bekehrung in einem gewissen Sinn, weil das sind auch Worte und wir wissen nicht, was im Mensch passiert, sondern ich kann erkennen, ob der Beni Christ ist, anhand von deinen Früchten. Ich denke, am besten ist das, wenn wir das anhand von Beispielen beschreiben, vielleicht von Personen aus der Bibel, von Geschichten, die wir kennen. Welche Personen fallen dir ein, wo du sagen würdest, ja, die haben authentisch gelebt und das ist jetzt ein Beispiel, wo ich sagen kann, dort sieht man die Frucht. Ja, voll. Das ist recht. Ist natürlich recht einfach. Die erste Person, die da in den Sinn kommt, ist Jesus selber. Oder er sagt, er ist die Wahrheit. Er hat die Wahrheit immer gesagt und dann selber auch gelebt. Und etwas, wo er vielleicht seine Wahrheit, das, was er gesagt hat, am authentischsten gelebt hat, ist gewesen, wo er am Kreuz seine Heiniger vergeben hat. Und er sagt, er vergibt ihnen, weil sie wissen nicht, was sie machen. Also auch im schlimmsten und äußersten Moment von der Qual ist er gleich noch bereit gewesen, um diesen Leuten zu vergeben. Und das ist das, was er predigt hat, 3 Jahre lang, oder? Er hat Feinde lieben, den Feinden vergeben. Und er hat es tatsächlich gemacht, er hat es durchgezogen. Oh, das wäre ein Beispiel. Hast du noch andere? Genau, das ist jetzt Jesus, das heisst, dort, wo wir darauf anzielen, aber weil wir Menschen sind und nicht Gott, das nicht erreichen werden. Genau, ich habe mir das Beispiel vom Josef überlegt. Und zwar einfach, weil er auch sehr viel durchgemacht hat in seinem Leben. Also von seinen Brüdern verraten worden, verkauft worden, als Sklave, neu hineingekommen in der Fremde. Und er ist Gott treu geblieben, hat Verführungen gehabt, zum Beispiel die Frau von Potiphar, die ihn hat wollen, als Mann in ihrem Bett haben und er das nicht gemacht hat und aufgrund von dem wieder von vorne hat anfangen müssen, wieder ins Gefängnis gekommen ist und sich sozusagen dort wieder aufarbeiten hat müssen. Und trotzdem bei Gott geblieben ist und auch dann, wo die Hungersnot gekommen ist und seine Brüder gekommen sind und erwartet haben, dass er sie bestraft, wo sie erkannt haben, wer er ist, sozusagen, dass er nicht so reagiert hat, sondern gesagt hat, hey, ich bin mit Gott unterwegs und ich vergib. Mega. Voll. Also der Josef ist ein mega gutes Beispiel, menschliches Beispiel dafür, dass man authentisch leben kann. Also das ist echt noch. Und er hat auch seine Fehler gehabt. Also gerade am Anfang seine Träume, die er hatte, sind jetzt nicht unbedingt gerade so hilfreich gesehen, ihn jetzt beliebt zu machen bei seinen Brüdern zum Beispiel. Also für Träume hätte er ja nicht viel können, aber vielleicht hätte er es nicht so müssen erzählen. Genau. Ja, mega. Nein, ich finde gerade wenn wir von den Fehlern am Reden sind, finde ich zum Beispiel den David sehr cool. Das ist nachher ein bisschen schwierig mit authentisch leben, aber es geht gleich auch dort rein. Der David macht ja einen grossen Fehler mit der Bathsheba. Er tut mit ihrem Ehebruch begangen, bringt ihren Mann um. Indirekt, aber er bringt ihn um. Und dort ist er total unauthentisch. Also er lebt nicht so, wie Gott das von ihm möchte. Er lebt nicht als ein Mann Gottes. Aber, wo nachher Nathan zu ihm kommt und ihm sagt, du hast einen Fehler gemacht, dort ist der David nachher dabei, dass er sagt, ja, das stimmt, ich hab's verbockt. Und dort ist er nachher wieder authentisch mit seinen Fehlern, die er gemacht hat. Und das finde ich auch ein schönes Zeichen. Eben das sehen wir bei Jesus nicht, weil er hat keinen Fehler hatte, aber das ist für uns Christen ein gutes Vorbild, weil wir sind
auch immer noch Menschen. Wir sind keine Götter, die alles richtig machen. Wir machen Fehler, leben zum Teil auch unauthentisch. Und dort ist es nachher wichtig, dass wir authentisch drin sind, dass wir zugeben, dass wir Fehler machen. Oder dass die Leute eben das Gefühl haben, wir sind nicht Heuchler, die vorheucheln, wir können nicht alles richtig. Sondern wir geben zu, wir können nicht alles. Aber wir sind dran arbeiten. Ja, gerade Thema Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit im Glauben und untereinander reden ist ja da auch ein grosser Teil von dem Ganzen, oder? Was würdest du dort dazu sagen, wie wir da miteinander umgehen sollen? Grundsätzlich ehrlich miteinander sein, wie es immer wie es in deinen Versen gestanden ist. Genau, ja, ja, nein, nein. So, totale Ehrlichkeit miteinander, aber auch eine grosse Barmherzigkeit einander gegenüber, im Umgang miteinander, gerade wenn wir, dass wir eben können, authentisch sein. Ich glaube, oft ist das Problem, gerade in unserer Gesellschaft, das ist bei allen das Problem, dass du kannst nicht authentisch sein, weil du Angst hast, dass du verurteilt wirst für das, was du machst oder eben auch nicht kannst oder wie du bist. Darum haben wir jetzt momentan in der Gesellschaft die interessanten Diskussionen mit Safe Spaces und so weiter und so fort. Und ich glaube, das wäre wie nicht nötig eigentlich, wenn die Menschen miteinander barmherzig würden umgehen, dann wäre authentisches Leben auch viel einfacher. Würdest du irgendwie etwas ergänzen zu dem noch? Ja, ich würde sagen, es ist wichtig, dass man in seinem engeren Umfeld auch Leute hat, wo man austauschen kann, wo man darüber reden kann, wo einen auch können einweisen auf Sachen, wo man vielleicht daran arbeiten soll oder sollte. Aber dass man vielleicht jetzt nicht vor Gemeinde anstehen muss und sagen muss, hey, look, das bin ich bin ein offenes Buch, fragt mich alles und ich erzähle euch meine innersten Gedanken. Und, also ich würde sagen, es braucht ein bisschen Privatsphäre, dass man mit seinen Gedanken auch noch allein sein darf. Aber trotzdem auch Leute, wo man weiss, hey, mit denen kann ich über alles reden und wird nicht verurteilt. Ja. Kontext ist wichtig, das stimmt. Genau, eben, man steht ja nicht auf dem Barfüsserplatz in Basel und erzählt alle seine geheimsten Sünden. Aber ich würde schon sagen, wie du sagst mit den engen Leuten, ich denke, ich würde so ein grundsätzliches Prinzip rausgeben, dass ich würde sagen, jeder Christ muss eine Person haben in ihrem Leben, die alles weiss über sie. Alles. Es kann nur eine Person sein, das reicht schon. Vielleicht sogar eine andere Person als der Ehepartner. Und eben eine Person, die ihn nicht verurteilt, wo das annimmt, aber eben auch auf einem ein bisschen aufpasst und einem auch hilft, in der gerade dunklen Stelle vom Leben zu wachsen und sich zu verändern. Was würdest du sagen, was kann passieren, wenn man nicht authentisch lebt als Christ? Das ist schlimm. Weil ich glaube, einer von den schlechtesten Effekten davon oder von den schlimmsten Effekten davon ist, dass wir unsere Glaubwürdigkeit verlieren als Christen. Ich denke, das ist auch schon passiert in der westlichen Welt jetzt mit der Kirche, dass wie die Leute wissen von den Christen, das sind die, die eigentlich lieb sein und alle annehmen. Das ist irgendwie noch bewusst. Und dann kommen jetzt wie nicht raus, wenn Christen es ablehnen, dass homosexuelle Personen dort Ehen schliessen. Und das deckt sich wie bei ihnen nicht. Und dort ist es nachher mega schwierig, dass Christen eben gleich mit einer mega authentischen Liebe auf Leute zugehen, egal was für eine sexuelle Orientierung sie haben. Und wie man nachher genau zu der schwierigeren Frage steht von der Ehe und so, das kann wieder in einem zweiten Schritt geklärt werden. Aber ich denke, es ist gleich zu viel, in gewissen Gemeinden zu viel Ablehnung von vornherein gewesen gegen Personen von gewisser sexueller Orientierung.
Und es ist noch gar nicht wie zu der Frage gekommen, sondern es ist wie gerade von Anfang an so eine Skepsis da gewesen. Und das sieht dann mega lieblos aus. Und dann verstehe ich, dass gerade besonders junge Leute, weil für die, das ist interessant, für die ist Authentizität am wichtigsten. Millennials, für die ist das ein mega hoher Wert. Und wenn die nachher sehen, die sagen, ja, wir sollen alle lieben, und nachher gehen sie aber lieblos miteinander um, mit speziellen Leuten um. Gut, dann glaube ich denen einfach nicht mehr und gegangen. Also, das würde ich sagen, ist eines der schlimmsten Probleme, um unauthentisch leben. Genau, schadet nicht nur dir selber, sondern eigentlich die ganze Christenheit. Oder? Absolut. Hindert den anderen daran, Christ zu werden. Genau. Was wir ja eigentlich möchten, oder? Genau. Andere Jesus kennenlernen. Absolut. Ja, voll. Darum ist es ja auch jedes Mal die grösste Tragödie, wenn einfach wieder mal mehr rauskommt, was will ein Pastor jetzt entweder Missbrauch gemacht hat oder Geld hinterzogen hat oder Macht Missbrauch gemacht hat. Also, es ist, und das passiert so oft, ich glaube, das hat auch eben seinen Grund, weil das sind starke Versuchungen, weil eben, wenn dann so etwas rauskommt, dann wirft das so ein schlechtes Licht auf die Christen, dass das einfach gerade abschreckend ist und die Leute eigentlich nichts mit dem zu tun haben. Und irgendwie verstehe ich das eben auch. Also das ist ja das Schlimme daran, oder? Genau. Würdest du sagen, es hat sonst noch negative Auswirkungen, es nicht authentisch leben? Also ich würde sagen, gerade für dich selber hat es auch negative Auswirkungen, also nicht nur das grosse Ganze anschauen, sondern auch das Persönliche, mhm. oder dass du mit dir selber und Gott dann nicht im Reinen bist, mhm. Mega. Und durch das dann auch nicht im Glauben wachsen kannst, mhm. und weiterkommst, dass du dann vielleicht aufs Gebet oder das Bibellesen verzichtest und trotzdem jeden Sonntag in Gottesdienst gehst und alle denken, es ist gut, aber es stimmt wie nicht. Ja, mega, du machst dir eigentlich etwas vor und das ist schon rein, also wenn nicht mal irgendwie den Glauben ins Spiel nehmen, das ist schon psychologisch ist das schlecht. Du belügst dich eigentlich selber, oder? Weil du machst etwas, wo du eigentlich gar nicht dahinter stehst. Also, ja, das ist recht, von dem her schon, du belügst dich selber. So lebst. Und es tut auch enormen Stress auf dich eigentlich aufbauen, wenn du wie in zwei Welten lebst, sozusagen, oder zwei Identitäten gleichzeitig hast. Von dem her lohnt es sich, sich für etwas zu entscheiden und das dann auch durchzuziehen, authentisch. Ja, was würdest du sagen, was hättest du für Tipps und Ratschläge, damit das nicht passiert? Ich glaube, du kannst deinen zuerst bringen, weil der ist besser, oder der ist ein bisschen praktischer, dein Tipp. Ja, ich habe mir als Tipp überlegt, wo ich noch jung gewesen bin, hat es so die Armbänder gegeben mit den vier Buchstaben WWJD drauf, wo bedeutet, was würde Jesus tun, wo einen im Alltag immer wieder daran erinnern hat sollen, hey, in der Situation, wo du gerade drin bist, in der Entscheidung, was würde Jesus machen? Mhm. Und das finde ich ist so wie eine gute Art gesehen, um sich das immer bewusst zu sein. Mhm. Und das ist heute nicht mehr so verbreitet, das Armbändeli, aber man kann sich das natürlich zunutze machen und Post-its aufhängen am Spiegel, wo so etwas draufsteht, oder mit ins Portemonnaie nehmen, oder als Hintergrundbild aufs Natel machen, oder so etwas in die Richtung, wo einen halt genau an das erinnert. Mhm. Und ja, eben wenn man auch mit dem unterwegs ist, dann wird einem das auch immer wieder bewusst. Also auch gerade wenn man mit dem in den Tag rein startet, dann verdrängt man es vielleicht auch nicht ganz so schnell. Und durch das wird es immer wie mehr Teil auch vom Leben, also gewohnt. Das hilft natürlich auch. Ja, voll. Ja, mega. Ich glaube, ich würde noch zwei Tipps dazu geben. Das eine ist das Handlungen, auf das zielen wir ja eigentlich mit dem authentischen Leben. Handlungen werden meistens von deinen Gefühlen bestimmt. Und Gefühl, wie kannst du dein Denken beeinflussen? Das heisst, irgendjemand fängt der ganze Prozess ein bisschen im Denken an. Das heisst, mit dem, was wir uns beschäftigen im Kopf, das tut dann auch auf unser Gefühl
spielen und das hat dann Auswirkungen in der Handlung. Also ich möchte das bei mir selber, wenn ich eine sinnvolle, gute Gebetszeit am Morgen habe, bin ich zum Beispiel viel weniger schnell gereizt, weil ich einfach grundsätzlich fröhlicher bin. Und dann lebe ich auch authentischer, nämlich indem ich weniger schnell gereizt bin und eben geduldiger, selbstbeherrschter, ganz grundsätzlich einfach eine angenehmere Person bin. genau. Und dann hilft natürlich ein WWJT-Bändchen aber mega gut als Erinnerung zwischendurch, wenn man gleich schnell Sachen wieder vergisst. Das ist Denken prägen, hilft sicher schon mal. Und dann, du kannst, ja, dein Gehirn kannst du eigentlich zu bringen, gewisse Sachen wiederzumachen, zu wiederholen, wenn du das Gehirn für eine bestimmte Aktion belohnst. Ja, das wissen wir eigentlich alle vom Lernen her, von der Kind. Und bei uns Erwachsenen funktioniert das immer noch. Und eine Belohnung ist Lob und Anerkennung von anderen Personen zu bekommen. Das heisst, wenn wir etwas Gutes gemacht haben oder eben so eine Frucht zeigen vom Geist, wie Geduld oder Selbstbeherrschung oder Freude eine ist, dann, und dann eine Person uns sagt, mega cool, Jonin, mega cool, Benny, ich habe die Frucht bei dir gesehen, und ich sehe, wie du wachst in dem, weiter so. Dann bist du nachher fast doppelt so motiviert, noch mehr von dieser Frucht zu produzieren. Oder? So wie, wenn du überlobst, weil du siehst, hey, mega cool, du hast Fortschritt gemacht im Sprinten. Dann hat die Person nachher doppelt so viel Lust, noch mehr zu trainieren im Sprinten. Und man wieder Fortschritt sieht. Und ich glaube, für das ist ja gerade die christliche Gemeinschaft da, dass wir einander beobachten, schauen, macht einen Fortschritt, macht sie Fortschritt im Glauben. Und wenn man etwas sieht, dann sofort rein, sofort darauf den Finger drauf heben und sagen, hey, mega gut, mega cool. Wieder so. Du wachst in dem, mach das weiter. Und ich glaube, das wird uns extrem motivieren, um in der Frucht wachsen, mehr die guten Handlungen machen und dann authentischer auch leben. Wir sind schon am Ende von unserer Zeit, von unserem Podcast heute. Danke, Jonin, fürs mit mir reden über das Thema. Gleichfalls, danke dir. Und nochmal einfach kurz zusammengefasst. Authentisch leben bedeutet, das, was man sagt, auch auszuführen, umzusetzen. Und im Glauben ist es wichtig, authentisch zu sein für einen selber, damit man sich selber nichts vormacht, aber auch für alle ringsum, damit sie Jesus kennenlernen können. Ja, absolut. Und genau, Tipps, wie man das am besten macht, sich selber immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass man authentisch sein möchte und daran arbeiten und andere ermutigen und so eine Kultur von der Ermutigung anfangen aufzubauen. Ja, dann danke ich euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt etwas mitnehmen können. Wenn ihr Fragen zum Thema habt, wie immer, kommt auf uns zu. Wir reden gerne mit euch auch noch tiefer über das Thema oder beantworten eure Fragen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Ciao.